Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttiwemban. Heute ist der 15. Tag unserer 100-Tage-Challenge und genauer genommen der 30.09. um 21 Uhr jetzt. Können wir nochmal gucken, unsere Liste, ob wir schön durchgehalten haben. Ja, wir haben ziemlich gut durchgehalten. Also, jetzt nicht einen Tag ausgesetzt bei unserer Challenge und ja, seit vor 23 Stunden das letzte Spiel gespielt. Jetzt würde ich sagen, drück mal an und warten auf unseren Gegner. Ich hoffe, es geht ziemlich schnell, weil es gibt, glaube ich, einige Spiele, die gerade spielen, laufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch nicht einen neuen Bildverzerr rausgesucht. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe zwar einen theoretisch, aber den habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber komme ich nicht dazu. Egal. Wir versuchen trotzdem unser Glück, den Zerg fertig zu machen, falls ein Zerg kommt. Ansonsten Terraner sollten kein Problem sein. Protoss ist ein Problem. Und ja, wir haben natürlich Zerg. Müssen wir auf jeden Fall anfangen zu stressen. Sonst sieht schlecht aus. Am schlimmsten ist halt, wenn der Zerg hier die eingegrabenen hast. Wie heißen die? Lurker hat, genau. Und die machen mir echt Kopfzerbrechen. Weil die einfach viel zu stark sind. Aber das habe ich schon von vielen Quellen gehört, dass die wirklich zu stark sind. Also auch von besseren Spielern. Und naja, wir versuchen unser Bestes dagegen. Vielleicht werden wir ja auch gerusht. Nicht genügend Mineralien. Dagegen können wir uns ja gut wehren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und ja, spielen halt unser Standardspiel. Wir können auch One Gate X spielen, theoretisch gegen Zerg. Ich überlege gerade, es wirklich zu spielen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Weil dann können wir, aber da können wir nicht mit unseren fast zu spät. Nee, fast zu früh. Fast genau richtig. Aber noch kein Pool. Was wir machen können, ist nerven. Offensiven Pfeilen. Gucken, ob er irgendwie reagiert darauf. Eine Drohne. Okay, dann lassen wir lieber stehen. Wir haben auf jeden Fall eine Reaktion hervorgerufen und wir haben total scheiße gebohrt. Na gut, es ist halt noch offen. Wir sehen jetzt zwar die eine Pylone, aber das juckt uns jetzt null. Mal ein bisschen verarschen. Lassen natürlich nicht durchkommen. Ehre den Dalai Lama. Najakamina. Was denn? Da haben wir leider zu spät unsere Drohnen. Die Schlacht wartet. Ich hoffe, er baut dann noch ein paar mehr. Nein, ich würde eigentlich Stalker bauen. Ach, was mache ich denn? Kein Kontakt. Niemand kann uns aufhalten. Ja, Exekutor. Unser Denken gleicht sich. Für den Ruhm. Er baut auf jeden Fall noch mehr unser sein. Zerklinge. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Unser Denken gleicht sich. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin zuerst in den Schatten. Adepten zu. Einen habe ich zurückgekriegt, das ist schon mal gut. Was ist euer Beginn?
Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Mist. Oder auch nicht. Forschung abgeschlossen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Leider müssen wir den Pylonen abreißen, weil die essen Scheiße gebaut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Aber wir haben Zeit ein bisschen gestresst, was glaube ich schon ein bisschen Vorteil für uns war. Und da hat er doch ziemlich viele Dinge gebaut. Aber jetzt wollen wir ja natürlich auch nicht noch sterben gegen Boomlinge, deswegen safen wir uns ein bisschen. Und werden einen Two-Way-Soll-In nehmen. So, Warner ist jetzt keine Worker mehr. Und werden komplett auf 8 Gate hochgehen. Brauchen aber noch 2 Immortals. Er will auf jeden Fall es nochmal probieren mit seinen Lingen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gucken ob er was er hat. Luftabwehr. Shit, aber hat noch keine. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das ist eine dritte, denke ich noch nicht, dass er sie hat. Aber es könnte schon sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ne, Moment. Na, ja, nein, ist okay. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dailam. Wir machen kompletten All-In. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Gehen jetzt rausgucken, was er dann links hat. Ehre den Dailam. So, Upgrade ist durch. Brauchen das und gehen los. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Mineralienfeld erschöpft. So, vielleicht ist Supply blockt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dailam. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. GG. Bisschen konfus gewesen mit meiner Steuerung gerade. Aber wir haben den Zack fertig gemacht. Wir haben den Zack fertig gemacht. Endlich. Schön Two Ways All In. Bam in die Fresse. Er hat aber nichts gehabt. Gar nichts. Gut, gut. Na, eins spielen wir noch. Definitiv. Das war ein bisschen kurz. Ich weiß gar nicht, wie lange hat das gedauert, das Spiel jetzt. War ein bisschen aufgeregt jetzt auch. Also 8:30 Minuten ist eigentlich in unserem Rahmen. Aber ich spiele gerne noch eins.
Mal gucken, was wir jetzt für einen kriegen. So. Wir haben jetzt mittlerweile 24 Siege zu 15 Niederlagen. Das ist doch schon mal ganz gut. Wir sind bei 1140 MMR. Und steigend. Es steigt. Das nächste Ziel ist, wie gesagt, 4200 MMR. Und ja. Wir spielen wieder gegen den Zerg. Vielleicht mal einen besseren Zerg. Härteren Zerg. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Bestimmt verlieren wir das jetzt wieder. Ne, Opa. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ah, die Map ist halt auch nicht so ideal von Protoss, muss ich sagen. Ich finde das eher so eine Zerg-Map. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil es ja auch irgendwie so offen ist und hier. Das hat alles irgendwie begünstigt. Den Zerg. Vor allem auch, wenn sie eine große Ramp haben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kein Exo, kein Exo, kein Exo, kein Exo. Sollten wir eigentlich gewinnen? Pylon wird angegriffen. Nicht genügend. Den versuche ich jetzt mal diesmal nicht durchkommen zu lassen, den Pylon. Nicht genügend Mineralien. Schon Pool hat. Eure Sonden werden angegriffen. Ne, kein Pool. Wurde aber schon gebaut. Ah! Verklickt. Schade. Nee, das brauche ich nicht. Versuchen mit hier Dings. Oh, Pfeile vergessen. Mit Ken Rush anfägen, weil er ist ja, hat ja schon einen Pool, dann lohnt sich das eigentlich nicht. Exekutor. So, als nächstes bauen wir dann unser Exer. Wir dienen mit Stolz. Die Templer rücken vor. Ist keiner da? In die Schlacht. Vorwärts. Niemand kann uns aufhalten. Hor Salah. So soll es geschehen. Unser Denken gleicht sich. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Unser Denken gleicht sich. Schade. Oh, nichts zu vergessen. Ihr seid auf Kall. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob das zu ist, das Ding. Aber wir haben schon ordentlich Schaden gemacht, also so ist jetzt nicht. Die X ist ein bisschen spät. Forschung. Ja. So, ich glaube, wir machen wieder ein Two-Base All-In. Zwei Adepten noch bauen. Die
So. Gucken jetzt auf jeden Fall nochmal nach und dann bauen wir jetzt noch den Sterblichen. Müssen auf jeden Fall Druck machen, weil. Aber wie gesagt, wir haben ordentlich viel gekillt. Roaches. Brauchen wir noch einen zweiten Sterblichen. Vielleicht um einen Roach Push kommen, wa? Gates. Wir brauchen jetzt nur noch Adepten. Drei. Und Pylonen natürlich. Haha. Jetzt die Pylonen, der Flyblock macht mich jetzt ganz schön zum Schaffen. Ehre den Dai Lam. Die Erstgeborenen werden auf Sie. So, wir gehen. Werden obsiegen. Ehre den Dai Lam. Unser Denken bleibt die Schlacht. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Wird doch nicht überleben. GG. Ha! Two-Base All-In ist es. Two-Base All-In. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit immer nur Makro spielen, aber gegen Zerg hilft mir zurzeit nur das. Ja, haben wir wieder fertig gemacht. Sehr schön. Und wir kommen immer näher zum 4200 MMR. Und ich würde sagen,
machen wir heute trotzdem erstmal einen Schluss und wir sehen uns morgen. Würde ich sagen. Tschüss, tschüss, bis dahin, euer Moody Bear. Adios. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.